Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio zu unserer Freitag-Nachtausgabe. Wir sind erstmal so ein bisschen unter uns, nämlich hier bei 1 Live im Radio und bei 1 Festival. Und das WDR-Fernsehen wird etwa 10 Minuten später dazukommen. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wie immer Freitag eine freie Themennacht, eine offene Talk-Radio-Show und Runde. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, meldet euch bei mir unter 0800 220 50 50. Meine erste Anruferin heute Nacht ist die Kerstin. Und Kerstin ist 23. Hallo. Ja, hallo. Hallo Kerstin. Ja, bin ein bisschen aufgeregt. Ja, das vergeht gleich. Um was geht's bei dir? Ja, und zwar, ich habe vor 7 Monaten einen Sohn bekommen. Gratulation. Bitte? Gratulation, ja, Glückwunsch. Ja. Und ja, das war eine ungewollte Schwangerschaft eigentlich. Ja. Und ja, in der Schwangerschaft habe ich mich auch eigentlich total gefreut. Ja, habe immer darauf geachtet, ja, was ich esse und so, damit das auch bloß gut geht. Mhm. Ja, und als dann habe ich eine Schwangerschaftsvergiftung bekommen. Eine Schwangerschaftsvergiftung? Ja. Was ist das? Ach Gott, wie soll man das erklären? Ja, da reagiert der Körper dann auf die Schwangerschaft und bekommt einen hohen Blutdruck, Wassereinlagerung und Eiweißablagerung im Urin. Also das ist jetzt etwas. Ja, und ich habe dann hinterher 100 Kilo gehabt, nur von Wasser. Oh. Und also 100 Kilo insgesamt dann. 100 und, Kilo? Ja, und Blutdruck so 180 zu 120. Und dann haben sie dann irgendwann gesagt, ja, es geht nicht mehr, jetzt müssen wir den halt holen. Mhm. Und ich war halt schon mehrere Wochen im Krankenhaus vor, dann war ich noch 2 Tage wieder zu Hause, habe das Kinderzimmer schnell fertig gemacht. Mhm. Und dann musste ich halt wieder ins Krankenhaus, ja, und dann mussten sie den halt per Kaiserschnitt holen. Ja. Und ich war wach dabei, also ich habe nur eine Spinalanästhesie, wie man das nennt, bekommen. Ja, ja. Und ja, und wo sie dann geholt haben, habe ich mich auch erst tierisch gefreut. Ne? Meine Mutter war dabei, weil der Vater ist halt, ne, den gibt's halt nicht mehr so. Mhm. Der hat sich halt nicht dafür interessiert. Mhm. Und ja, und dann kam ich auf Intensivstation, weil ich noch halt im kritischen Zustand mit dem Blutdruck war. Mhm. Und er war dann halt getrennt von mir in eine Kinderstation. Mhm. Ja, und dann dann kam ich nach einem Tag wieder auf die normale Station. Dann habe ich gemerkt, ich habe keine Gefühle für das Kind. Mhm. Also ich wollte den überhaupt nicht. Man kann den ja in seinem Zimmer mithaben. Ja. Das wollte ich überhaupt nicht. Ach. Der war also die ganze Zeit im Schwesternzimmer. Mhm. Und meine Mutter hat mir dann vorgeschlagen, weil ich ja noch nie was mit Kindern zu tun hatte, dass ich die ersten 1-2 Wochen mit zu ihr komme mit dem Kurzen, dass ich mich erstmal dran gewöhne. Ja, und dann bin ich auch nach Hause gekommen mit dem Kurzen. Und ja, und dann habe ich halt immer weiter gemerkt, dass ich halt überhaupt nichts zu ihm empfinde und musste das dann irgendwie meiner Mutter sagen. Ja, und dann ist es jetzt so weit, dass er halt immer noch bei meiner Mutter lebt. Ach, jetzt im Moment immer noch? Ja. Das heißt, das hat sich in 7 Monaten, das ist ja eine lange Zeit, hat sich das nicht verändert. Nein, du hast immer noch eine abweisende oder gleichgültige Haltung deinem Kind gegenüber. Also eher gleichgültig. Also ich finde ihn zwar ganz interessant, jetzt wo er halt anfängt, ne, schon ein bisschen mehr was mitzukriegen und so, und ein bisschen drauf zu reagieren. Aber ja, vermissen, wenn ich ihn jetzt eine Woche oder zwei nicht sehe, tue ich ihn eigentlich gar nicht. Wem hast du denn von diesen Gefühlen schon erzählt? Ja, meiner Mutter. Und dann habe ich mit meiner Mutter darüber gesprochen. Dann haben wir über meine Hebamme den Kinderschutzbund mit eingeschaltet und da habe ich eine Psychologin bekommen. Ja. Und mit der habe ich dann halt über Wochen immer wieder Termine gehabt, darüber geredet. Ja. Das hat so gut wie gar nichts gebracht. Sie hatte das angeblich auch noch nie gehört. Das wollte ich gerade fragen. Die Kinderpsychologin wird das wissen und die Hebamme vielleicht auch, ob es sowas schon mal vorkommt bei Frauen, dass die aufgrund irgendwelcher, weiß ich, Umstände vielleicht aufgrund der Erkrankung erstmal so eine Blockadehaltung haben. Aber das ist nicht bekannt. Also angeblich nicht. Und jetzt gerade der Herr, mit dem ich bei Ihnen gerade gesprochen habe in der Redaktion, der sagt, er hat das wohl schon oft gehört, dass wohl öfter vorkommt. Aber wenn, ich habe im Internet mich darüber erkundigt, also entweder sind das Frauen, die dann trotzdem irgendwie nehmen oder die sie dann halt, wenn man das dann in den Nachrichten anhört, ne? Ja. Was sie ja mit den Kindern anstellen. Lass mich nochmal ein bisschen zurückblättern. Das war kein Wunschkind, sagst du. Ja. Aber es war keine Vergewaltigung. Nein, das war, mein Ex-Freund war halt nochmal zu Besuch und dann ist das halt passiert. Wir haben auch verhütet, aber nur mit dem Kondom halt. Ja. Und so während der ersten Zeit der Schwangerschaft, hast du dich schon darauf gefreut? Also als ich das erfahren habe im Krankenhaus, ich sollte eigentlich operiert werden, Schilddrüse rausoperiert werden. Und, am Abend habe ich dann durch dieses Blatt für die Narkose, was ich ausgefüllt habe, habe ich dann halt erfahren, dann haben sie halt einen Test gemacht, dass ich halt schwanger bin. Ja. Die erste Reaktion war, ja, dann kann ich ja gleich hierbleiben zum Abtreiben. So ungefähr. Und das war mein erster Satz. Mhm. Ich bin in Tränen ausgebrochen, habe ich meine Mutter angerufen, dann wurde ich abgeholt, ja, und
Gut, die erste Reaktion ist das eine, aber wenn man dann so ein bisschen darüber nachgedacht hat, wie war das denn so, nachdem du dich damit daran gewöhnt hast an die Gedanken? Wie war dein Gefühl der Schwangerschaft und dem Kind gegenüber? Ja, meine Mutter hatte mich an dem Abend dann nochmal angerufen und mir gesagt, es ist meine Entscheidung, was ich mache, aber es wäre besser, wäre schön, wenn ich mich abtreiben würde. Und ich denke mal, das war so das Ausschlaggebende. Ich wollte eigentlich auch, dann habe ich die ersten 3 Monate schon überlegt und habe mich im Internet über Abtreibungen erkundigt. Und das war wahrscheinlich der größte Fehler, den ich machen konnte. Kann ich nur allen Leuten sagen, die darüber nachdenken, die können mit einem Psychologen reden, aber nicht im Internet erkundigen. Ja, ja. Das sind so schreckliche Bilder gewesen und so schreckliche Beschreibungen. Also da war, kann man sagen, dass das irgendwie so schon so eine Grundhaltung war, ich möchte es abtreiben. Ja, aber nachdem du das gesehen hast und auch deine Mutter dann noch ihre Meinung gesagt hast, hast du dich dann für das Kind entschieden, obwohl du es eigentlich vielleicht gar nicht gewollt hättest. Ja, und dann habe ich auch irgendwie umgeschaltet, wie das dann so ist, rosa-rote Brille, nur gesund ernährt, also auf alles geachtet, von Rauchern mich ferngehalten. Was ich interessant finde, ist, dass so diese Naturprogrammierung des Mutterinstinkts nicht aktiviert wurde bei dir, obwohl du am Anfang da auch Aversionen gegen hattest. Wie soll denn das jetzt weitergehen? Ja, das weiß ich eben nicht. Das ist eine wichtige Frage. Meine Mutter, die ist jetzt halt auch nicht die Jüngste, die ist jetzt 45 und ist halt auch unheilbar krank, jetzt nicht tödlich, aber trotzdem unheilbar und ich weiß nicht, ne, in dem Alter irgendwas muss ich. Und ich habe ihr gesagt, wenn ihr was passieren würde, ich weiß nicht, ob ich den kurzen auch in der Notsituation dann nehmen könnte. Also das ist wirklich eine sehr, sehr, sehr schwierige Lage. Ja. Wenn jede psychologische Behandlung bisher oder die Gespräche nichts gebracht haben. Ja, es waren auch nur so 5, 6 oder so. Danach ging das nicht mehr, weil das halt eine nicht bezahlte Psychologin war. Also es gibt eigentlich nur 2 Wege. Also entweder nochmal, was ich eigentlich ganz gut fände, nochmal den Weg zu einer richtig ordentlichen psychologischen Betreuung zu gehen, um herauszufinden, was da los ist. Ja. Wenn dabei wirklich herauskommt, dass du definitiv das Kind nicht willst, dann ist es halt so. Und dann, finde ich, solltest du das Kind zur Adoption freigeben. Ja, das ist so eine Sache. Also meine Mutter möchte ihn auf jeden Fall behalten, wenn ich ihn nicht nehme. Meine Mutter hat auch einen Lebensgefährten und die haben sich so in dem Kurzen verliebt. Die leben dann wirklich wie ihren eigenen Sohn und das könnte ich ihnen niemals antun. Und das ist das. Ich bin so narzisstisch und ich kann es nicht schaffen, ihn abzugeben. Also ich meine, wenn deine Mutter, auch wenn sie erkrankt ist, aber nicht so erkrankt ist, dass sie in Kürze sterben wird, ist das natürlich auch eine tolle Lösung, wenn das Kind dann bei den Großeltern aufwächst. Ja, aber ich habe jetzt auch natürlich irgendwo immer ein schlechtes Gewissen, weil ich meine Mutter das halt auflaste, so sehe ich das immer. Ich hatte mal einen 24-Stunden-Job, ich habe ihn auch noch nie. Ja gut, aber sie will es ja auch so. Und sie hat ja auch wirklich Spaß daran, sie scheint ihn ja zu lieben, den Kleinen. Eine sogenannte Vollblutmutter, ne? Ja. Und ich habe jetzt also, das schlechte Gewissen ist jetzt so, dass ich mittlerweile also Albträume auch habe. Glaube ich. Mit meiner Familie und so, dass ich mich wirklich im Traum dermaßen streite. Macht deine Mutter dir denn auch irgendwie Vorwürfe? Nein, eigentlich nicht. Sie fragt mich zwar immer so, vermisst du ihn eigentlich? Und mit ihm kommt sie ganz gut klar mit der Situation. Sie hat halt schon 2 Mädchen großgezogen und jetzt kommt sie mit ihm ganz gut klar. Das Einzige, was ihr natürlich wehtut, dass ich keine Muttergefühle für ihn habe. Ja. Das kann sie natürlich überhaupt nicht verstehen, weil sie hat von Anfang an uns halt geliebt. Also Kerstin, ich würde das wirklich so vorschlagen, wie ich es gerade gesagt habe. Nochmal eine sehr intensive Betreuung, Behandlung und danach entscheiden, was zu tun ist. Und wenn die klare Entscheidung fällt, okay, ich gebe es zu den Großeltern und das Kind hat es da gut. Ich möchte, dass du darüber jetzt mit meiner Psychologin noch sprichst und die dir auch entsprechende Adressen noch weitergeben und vermitteln kann. Mhm. Ja? Dann legst du bitte auf und die Magdalena, so heißt meine Psychologin heute, ruft dich an. Okay. Könnte ich eventuell, wo ich gerade schon mal in der Sendung war, ein Autogramm haben? Vielleicht? Ja, dann sagst du der Magdalena gleich deine Adresse und dann geht das klar. Ja gut, vielen Dank. Okay, tschüss. Tschüss. So meine Lieben, jetzt schaltet sich in wenigen Sekunden das WDR-Fernsehen dazu. Ich sehe, dass unser Vorspann läuft und dann begrüße ich die Fernsehzuschauer auch noch. Und dann machen wir einfach ganz keck weiter, so wie wir angefangen haben. 0800 220 5050. Das ist unsere Telefonnummer. Und ich begrüße jetzt ganz herzlich auch unsere Fernsehzuschauer, die Leute vom WDR Fernsehen. Schön, dass ihr da seid. Es gab eine kleine Verspätung. Ich bitte das zu entschuldigen, aber nun sind wir alle vollzählig und können loslegen bzw. weitermachen. Wir haben hier im Radio und bei 1 Festival schon angefangen. Ja, Freitagnacht, wie immer eine Freitemennacht. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 50 50.
Ich bin verbunden mit Daniela und Daniela ist 20 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Daniela. Um was geht's bei dir? Ich hatte schon mal angerufen zu dem Thema religiöse Zwänge und dazu rufe ich auch heute nochmal an. Und zwar geht es darum, dass meine Oma im September gestorben ist, weil sie den Zeugen Jehovas angehört hat. Entschuldigung, und eine Blutkonserve abgelehnt hat und wegen einer ganz normalen, also wegen einer Lappalie, wegen einer, der Arzt nannte es, eine normale Komplikation gestorben ist. Also da müssen wir dazu sagen, dass die Zeugen Jehovas Bluttransfusionen ablehnen. Genau, sie lehnen alles ab, was von außen kommt, alles, was außerhalb des Körpers ist. Also es wäre jetzt auch eine Organtransplantation wäre auch abgelehnt worden. Alles, was außerhalb des Körpers ist, ist unrein und wird halt nicht mehr zugelassen. Warum? Warum ist das? Bist du auch Zeugin Jehovas gewesen oder bist du es jetzt noch? Also ich bin, meine Mutter, also ich bin meine ganze Kindheit lang Zeugin Jehovas gewesen. Mhm. Ich bin halt so aufgewachsen, ich wurde nie getauft. Also das heißt, man wird halt, wenn man dort eintritt, wird man irgendwann getauft. Mhm. Ganz eine riesige Zeremonie gibt es da drumherum und wird getauft halt wie auch in der Kirche. Mhm. Und wenn man dann austritt, dann wird man halt verstoßen. Ich bin halt nie wirklich getauft worden, weil ich zu jung war. Ich bin mit 16 schon dann quasi ausgetreten, aber halt nicht in dem vollen Umfang, der halt üblich gewesen wäre, weil. Aber Moment mal, wenn du bist als Kind da reingewachsen, habe ich es richtig verstanden? Ja. Und warum, wann werden die Kinder oder wann werden die Leute bei den Zeugen Jehovas getauft? Ich war kurz davor, also es, im reiferen Alter, so als Jugendlicher oder als junger Erwachsener. Also, ach so. Das ist aber immer abhängig von den Eltern. Also ich wurde nur nicht mehr getauft, weil meine Mutter schon irgendwann dann gemerkt hat, dass das doch nicht so was Wahres ist. Diese ganze, ich nenne es einfach Sekte, ich finde es ist eine Sekte, auch wenn es als Religionsgemeinschaft anerkannt ist. Für mich ist es einfach eine riesengroße Sekte, die einfach. Also die Eltern waren auch dabei? Meine Mutter war dabei, ja. Meine Eltern haben sich schon sehr früh getrennt, da war ich 2. Ja. Meine Mutter ist dann dort reingeraten, weil die Ehe nicht gut war und hat sich dort versucht, irgendwie eine Bezugsperson zu finden, ist dann dort reingeraten. Ach so, sie ist auch später als dazugekommen. Sie ist nicht. Ja, genau. Und wie war das jetzt mit der Oma? Die war dann schon länger dabei? Meine Oma war halt die Schwiegermutter meiner Mutter. Mhm. Ne? Also das heißt, als sich meine Mutter dann von meinem Vater getrennt hat, war das quasi der letzte Rettungsanker für meine Mutter noch in der Familie irgendwie zu bleiben. Ja, nee, ich wollte wissen, warum. Es gab also eine Tradition in der Familie, wenn die Oma auch bei den Zeugen Jehovas war. Ja, es war jetzt halt dann die angeheiratete Oma, aber es war schon eine Tradition, ja. Ja. Genau. Achso, die Mutter hat dann später geheiratet und das war die Oma, so kam genau, das. Genau, ah, genau. Komplizierte Verhältnis, aber jetzt habe ich es ungefähr verstanden. Also meine Eltern waren verheiratet, die Mutter von meinem Vater ist Zeugen Jehovas und meine Mutter ist nach der Scheidung dann auch Zeugen Jehovas geworden, um nicht aus der Familie komplett raus zu sein, noch so ein Bindungsglied zu haben. So, jetzt, da du ja damit offensichtlich sehr gut Bescheid weißt und vertraut bist, warum ist das unrein für die Zeugen Jehovas, eine Bluttransfusion vorzunehmen? Man kann das nicht erklären. Ich habe mich auch im Nachhinein sehr viel darüber befasst, habe sehr viele Lektüre gelesen über die Zeugen Jehovas und auch Hintergrundinformationen. Man kann es nicht erklären. Also für die Zeugen Jehovas ist es quasi wie, also die Türken zum Beispiel sagen ja, dass im Koran steht von wegen, die Männer dürfen so und so viele Frauen haben und die Frauen müssen Kopftuch tragen. Steht nie im Koran, aber für die Türken ist es einfach so. Ist einfach so. Das wird einfach so, ist einfach quasi eine Abwandlung des Korans. Und genauso ist es eine Abwandlung von dem Glauben. Also es steht nirgendwo. Es steht nirgendwo in der Bibel. Also die Jehovas haben ja genau die gleiche Bibel wie alle anderen Christen auch. Nur dass es hat irgendjemand von den Zeugen Jehovas in ferneren Zeiten mal in die Welt gesetzt und man nimmt es einfach so hin. Es ist die Oma, wie alt war sie? Meine Oma war 83, aber topfit. Also topfit, das heißt, die Frau hätte durchaus überlebt, wenn man ihr eine Bluttransfusion gegeben hätte. War sie noch so klar, dass sie selbst gesagt hat, nein, ich möchte das nicht? Nein, meine Oma hat irgendwann mal vor 10 oder 15 Jahren, hat sie da irgendein Schriftstück unterschrieben und das war, also ich schaue das immer noch bei dem Gedanken daran, wie das da war im Krankenhaus. Wir standen alle um ihr Bett und sie hatte eine ganz normale Routineuntersuchung und hatte dann irgendwie innere Blutung. Man hätte ihr nur diese Blutkonserve geben müssen und wir haben schon eigentlich zugestimmt und plötzlich stand da ein Mann im Anzug im Zimmer
und hielt dem Arzt einen Schrieb unter die Nase und sagte so nein. Weil die Oma das damals schon schriftlich genau, so festgelegt genau. hatte. Und, mhm. Weil es auch so, weil es eben genau auch ihre Überzeugung war. Genau, und wir haben uns dann auch nicht getraut, uns dagegen zu stellen, weil es einfach so war, wir hatten einfach, also erstmal war, weil wir so lange warten mussten, weil diese Zeugen Jehovas das so lange hinausgezögert hatten, mussten wir Angst haben, dass sie Hirnschäden hat. Das war nun mal der erste Grund. Aber der zweite Grund, wir haben uns doch einfach nicht getraut. Das musst du dir mal vorstellen. Wir haben uns nicht getraut, das Leben unserer Mutter, Großmutter, keine Ahnung, Urgroßmutter zu retten, weil sie da so einen furchtbaren Schrieb in so einer furchtbaren Sekte unterschrieben hat. Und wir standen wirklich, ich stand wirklich ich stand 24 Stunden in ihrem Bett. Ich stand 24 Stunden in ihrem Bett und wir mussten wirklich sehen, wie plötzlich ihr Herz aufgehört hat zu schlagen, weil wir ihr das Buch nicht geben durften. Ja. Gab es denn, wer ist wir? Deine Mutter und du? Ihr beiden wart da? Alle. Meine ganze Familie war und da. Meine gab es denn aus der Familie da noch Leute, die bei den Zeugen Jehovas waren? Ja, ja. Aber die fanden das dann wahrscheinlich in Ordnung, dass es so läuft, ja, oder? Ja, also die sind aber, die haben, wohnen halt in Köln. Ich wohne halt weiter weg von Köln und meine Oma war halt auch weiter weg von Köln im Krankenhaus und sind halt erst Stunden später, ich glaube 12 oder 13 Stunden später, nachdem sie dann ins Koma gefallen war, sind sie gekommen. Ach so. Das heißt, anfänglich waren die Leute um sie herum, die sie eigentlich hätten retten wollen, aber genau, die Hände waren gebunden. Und hinterher dachte dann meine, wie heißt denn das, die Oma, die Schwester von meiner Oma, Großtante? Ich bin nicht sicher. Sagte nur, ja, Schwester, jetzt bist du im Paradies und ich kann das alles nicht verstehen, weil ich mir einfach denke. Ja, ich finde das auch, also ich bin da fassungslos, wenn ich das immer höre. Du hast den Absprung gefunden, so mit 16, 17, sagst du. Ja, mit meinem ersten Freund. Also es war dann halt auch meine Oma, die mich dann, wie gesagt, also ich wurde halt nicht richtig ausgestoßen. Meine Mutter wurde richtig ausgestoßen, als sie damals ausgetreten ist. Sie hatte halt ihren kompletten Freundesbekannten Bezugspersonenkreis bei den Zeugen Jehovas. Lass mich mal zu dir noch fragen. Wie kam das denn bei dir, dass du gedacht hast, nee, das ist nicht meins und ich sehe das kritisch? Ja, meine Mutter hat halt, obwohl ich bei den Zeugen Jehovas war, sie mir halt ermöglicht, dass ich aufs Gymnasium gehe. Das war halt auch nicht gern gesehen. So die Grundausbildung war bei den Zeugen Jehovas in Ordnung, weil ich meine, es ist auch in Ordnung. Ich meine, es ist auch verständlich, meine ich, für die. Solange sich jemand keine Intelligenz aufbauen kann und kein Wissen aneignen kann, setzt niemand was dagegen. Erst wenn man Wissen hat und erst wenn man sich bilden kann, erst dann fängt man an nachzudenken und das Ganze zu hinterfragen. Also sagst du für dich, dass du durch deine Bildung, die du bekommen hast, so eigenständig nachgedacht hast? Und ja. was war denn dann so die ersten Sachen, die dir aufgefallen sind, wo du sagtest, nein, das kann nicht sein? Ich hatte damals meine beste Freundin, die hat in der evangelischen Kirche ehrenamtlich gearbeitet und ich wollte halt immer Sozialpädagogin werden und habe dann angefangen, dort ehrenamtlich mit Kindern zu arbeiten. Und da bin ich dann das erste Mal wirklich mit der Religion, der wirklichen Religion, mit dem Christentum zusammengekommen und habe einfach gemerkt, dass da einfach viele Dinge sind, die sich natürlich überschnitten haben. Das waren einfach Dinge, die ich kannte. Ja, was war denn, wo du merktest, das ist nicht meins und das kann so nicht sein? Es kann nicht sein, dass zum Beispiel ein Kind, ich habe bis zu meinem 14. Geburtstag nie meinen Geburtstag gefeiert. Ich habe nie Weihnachten gefeiert, ich habe nie Ostern gefeiert. Ich hatte alle religiösen Festtage, musste ich immer im Zimmer bleiben. Ich durfte noch nicht mal in den Fernseher ran. Und das waren einfach so Dinge, wo ich mir einfach dachte, ich verpasse viel in meinem Leben. Ich bin 14, ich habe so viel noch vor in meinem Leben und ich darf nicht. Und dann habe ich halt mit 16 meinen ersten Freund kennengelernt und wurde dann halt überall als Schlampe verschrieben, obwohl mir das völlig fremd war, mit diesem Mann irgendwie Sex zu haben oder so. Das war mir völlig, also da gab es denn große Schwierigkeiten, dann als du ausgetreten bist, hat man dir noch irgendwie, ja? Was hat man gemacht? Bis heute. Bis heute, das ist jetzt drei, vier Jahre her. Ja, also ja, ich werde jetzt 21 nächsten Monat, also es ist schon ein paar Jahre länger her, es sind schon 5 Jahre mittlerweile. Also ich weiß nicht, ich bin in der Zeit, ich bin dann halt von meiner Mutter weggezogen, schon mit 17, weil das alles nicht mehr auszuhalten war, weil das auch, diese ganzen Zeugen, was auch viel mit Gewalt zu tun hat. Da ist nichts mit Pädagogik oder so, dann wird dem Kind das eingeschlagen, wenn es nicht hören will. Aber sind die denn jetzt versucht, haben die denn versucht, dich nochmal zu überzeugen und irgendwie dich zurückzuholen? Mit 17 bin ich dann ausgezogen, meine erste Wohnung, da habe ich dann den ersten Hausbesuch bekommen, da mussten dann ihre Schäfchen einsammeln und ich musste auch das alles verstehen und sind dann auch in meine Wohnung gekommen und ich habe sie dann da rausgeschmissen, ziemlich rabiat und vor 3 Wochen hatte ich wieder einen Brief von denen im Briefkasten. Also nach so vielen Jahren hat es kein Ende und es geht ja immer, wir belabern dich immer wieder und immer wieder und immer wieder. Ja, das ist auch,
ich glaube auch einfach, dass sie bei vielen Leuten damit auch wirklich wirklich ihr Ziel erreichen. Denn Aber du bist für dich klar entschlossen, ja. Definitiv werde ich nie wieder in diese Gruppierung zurückgehen. Und das ist natürlich, wenn du sowas erlebt hast auch und die Erfahrung mit der Großmutter gemacht hast, ist das auch völlig verständlich. Ich bin da reingeboren worden. Ich hatte keine Wahlmöglichkeit. Mhm. Ich würde meine Kinder auch heute aus diesen Erfahrungen heraus niemals taufen lassen. Mhm. Also auch nicht taufen lassen in der evangelischen Kirche. Nein, wenn meine Kinder soweit sind, dann unterstütze ich das, was sie möchten. Ja, sie sollen das frei entscheiden für sich. Genau, aber ja. In solche Zwänge hineingeboren zu sein, wo man irgendwie kein Leben hat, der ganze Alltag nur aus Zwängen und Ritualen besteht, das ist kein Leben. Und schon gar nicht, wenn das dann so endet wie bei meiner Oma. Das glaube ich. 20 ist und ich bin 29. Naja. Geht ja noch. Ist nicht so ganz schlimm, nee. Ja, und dann habe ich ihnen aber nach 4 Wochen gesagt, dass ich halt nur 3 Finger in einer Hand habe. Was hast du ihm gesagt? Du hast nur 3 Finger in einer Hand? Nur 3 Finger, ja. Das hast du ihm nach 4 Wochen gesagt? Nach 4 Wochen, ja. Weil ich dachte, es wäre Zeit, ihm halt das mal mitzuteilen, weil er es halt selber nicht gesehen hat. Und das hast du dann aber geschickt irgendwie kaschiert, dass das nicht aufgefallen ist. Ja, da bin ich halt gut drin. Ja, welche 3 Finger hast du denn? In die rechte Hand, sagst du? Nein, die linke. Die linke. Und es fehlt der kleine Finger und der Zeigefinger. Ah ja. Ja. Verstehe. Mhm. Und ich habe ihm dann halt gesagt, so ja, nimm mal meine Hände. Und dann hat er das halt erst gar nicht so gemerkt und dann doch. Und dann hat er halt gemeint, ich wäre halt die ganze Zeit unehrlich zu ihm gewesen. Aha. Und was ich gar nicht verstehen kann, weil war ich ja eigentlich nicht. Ja. Sind die eigentlich von Geburt nicht da, die Finger? Von Geburt an nicht. Von Geburt an, also kein Unfall oder sowas? Nee, es ist von Geburt an nicht da. Es ist auch kein, wenn ich jetzt mal Kinder kriegen sollte, ist es nicht, dass es weiter vererbt wird. Es war einfach sozusagen eine Laune der Natur. Ja. Und es ist halt einfach da, aber es ist halt irgendwie nichts Schlimmes, so. Und nichts, was weiter vererbbar ist. Also nichts Wie? Dramatisches. Ja. Und jetzt sagt er zu dir, du warst nicht ehrlich zu ihm? Ja. Ich meine, wann ist auch der richtige Zeitpunkt, wenn mal jemand das sagen soll, ja? Hat er wirklich empört gesagt, ich bin enttäuscht, weil du nicht ehrlich zu mir bist. Ja, und dann hat er auch gemeint, ihm schießen 1000 Gedanken gerade durch den Kopf und er weiß gar nicht, was er dazu sagen soll und wir reden halt morgen darüber, hat er dann zu mir gesagt. Und morgen ist wirklich morgen? Ja, und dann hat er halt am nächsten Tag gesagt, es tut ihm leid, dass er halt mich verletzt hat und er fühlt sich halt wie ein Arsch und er könnte sich jetzt halt selber dafür schlagen, dass er halt sich so blöd verhalten ist und ist dann wirklich einfach abgehauen, weil er einem Kumpel beim Umzug helfen musste und ist dann einfach gegangen. Wie, erst entschuldigt er sich und dann geht er? Verstehe ich nicht. Und einfach irgendwie gar nicht auch gesagt, ja, ich gehe jetzt los und ich komme dann und dann, sondern einfach weg. Dann saß ich da 6 Stunden im Haus seiner Eltern, weil ich war halt auf dem Dorf bei ihm und bei seinen Eltern, hatte kein Auto da, konnte also auch nicht weg. Mhm. Und dann habe ich ihn halt irgendwann nach 6 Stunden doch mal angerufen und dann meinte er, naja, vielleicht bleibe ich halt heute Abend auch weg. Ich sage, das würde ich jetzt nicht so toll finden, weil ich würde über das Thema gerne noch reden. Mhm. Und dann kam er halt doch an, hat sich dafür auch entschuldigt und seine Gefühle hätten sich nicht geändert und es tut ihm halt total leid. Moment, und, wofür hat er sich jetzt wieder entschuldigt? Dass er weggegangen ist oder was? Nee, dass er halt so reagiert hat. Dass er so reagiert hat, aber weggegangen ist er sowieso. Das hat er halt so übergangen. Also einfach nur, dass er halt so reagiert hat, wie er reagiert hat und dass sich seine Gefühle auch nicht geändert hätten. Und dass alles halt noch in Ordnung sei und dass es ihm halt leid tut, dass er halt so blöd reagiert hat. So, ist das der Stand der Dinge oder gibt's noch eine Weiterentwicklung? Es gibt noch eine Weiterentwicklung, ja. Ich bin gespannt. Also dann, wie gesagt, den Abend war irgendwie dann halt gar nichts mehr und den nächsten Tag war halt auch total komisch irgendwie, also so wie reserviert, so wo ich dachte, naja, irgendwie ist es ja auch nicht so, wie es vorher war, ja. Mhm. Also irgendwas ist ja noch. So, und dann waren wir den Abend bei einem Freund. Und dann kam ich halt irgendwie von der Toilette wieder und dann meinte er bloß so, weil ich wusste, er hat mir dann erzählt, dass irgendwie sein Stiefvater sich aufgeregt hat, dass er mich den ganzen Tag da alleine gelassen hat und sich gar nicht um mich kümmert. Mhm, und ich kam halt von der Toilette wieder und hörte bloß, wie er sagte, ja, und Bernd, also sein Stiefvater, der hat sich auch aufgeregt und ich kenne die doch erst ein paar Tage, was ja auf mich dann angeblich bezogen war. Und ich dann so, naja, hast du jetzt mich damit gemeint? Nein, natürlich nicht, aber ich meine, ich weiß schon, dass er mich damit gemeint hat, ja. Und dann haben wir halt am nächsten Tag darüber noch diskutiert, über das ganze Thema. Und dann meinte er, auf einmal weiß er halt nicht mehr, wie seine Gefühle für mich sind, ob er mich noch liebt, ob er mich lieb hat. Er weiß es gar nicht mehr. Mein Gott, nochmal. Ein Hin und Her, wegen so einer Kleinigkeit. Wie ist es denn jetzt ganz, der Stand der Dinge jetzt, ganz aktuell heute? Also ganz aktuell heute, wir hatten dann eine Woche Auszeit, wo ich meinte, er muss sich ja erstmal selber klar werden und ich habe da keinen Bock mehr drauf und ich haue ab.
Und dann haben wir uns nochmal getroffen und dann war eigentlich alles wieder okay. Und dann haben wir uns noch ein zweites Mal getroffen und ich weiß nicht, also dann ging es halt schon wieder los, ja. Na, wie ist es denn jetzt? Wie ist es heute? Also heute ist es so, dass er jetzt gesagt hat, er hat jetzt irgendwie halt die nächsten 3 Wochenenden definitiv keine Zeit für mich und wahrscheinlich auch die Wochen auch nicht, weil er halt so viel machen muss für seine Prüfung. Das heißt, er distanziert sich und redet sich irgendwie raus. Ja. So kann man es sehen, ne? Und so kann man es deuten. Ja. Und wahrscheinlich ist es so. Und das Ganze wegen dieser Geschichte mit den fehlenden Fingern. Ja, und das Problem ist halt auch, dass ich halt seine ganzen Freunde kennengelernt habe, sowohl auf dem Dorf als auch vom Studium. Und die fanden mich halt alle total toll und nett. Die wissen das jetzt alle nicht. Aber die fanden mich halt alle so als Person total toll und nett. Und ich denke mal, dass es ihm jetzt halt schwerfällt zu sagen, dass Schluss ist, weil was soll er denen jetzt sagen? Ja gut, wir wollen uns ja mal nicht seinen Kopf zerbrechen, sondern mal überlegen, was das für ein Typ ist. Hat der, als du ihm das offenbart hast, hast du ihm ja die Hand gezeigt. Ja. Wie hat er die Hand mal angefasst oder? Nein. Gar nicht. Nein. Er ist auf Distanz geblieben. Ja. Hast du das Gefühl gehabt? Auch hinterher, als ich ihm dann gesagt habe, so, jetzt guckst du dir doch mal an und das ist Sache. Ja. Es ist nicht genetisch bedingt. Also er hat kein einziges Mal bis heute die Hand angefasst. Nicht wirklich, nein. Hast du das Gefühl, dass ihm das unangenehm ist, dass er sich vielleicht sogar ein bisschen ekelt? Ja, weil das war nämlich an dem Silvesterabend auch so, da haben wir erst gekuschelt und dann habe ich versucht, ihn zu küssen und dann hat er auf einmal den Kopf so zur Seite gedreht und hat halt so gemacht, so, Und dann habe ich bloß gemeint, ekelst du dich jetzt von mir? Und er, nein. Ja, und dann habe ich aber meinen Kumpel angerufen, habe gesagt, bitte hol mich hier ab, weil ich kann jetzt mit ihm heute Abend kein Silvester feiern, das geht Kirstin, ich glaube, das Ding ist gelaufen mit dem. Das denke ich auch. Ich glaube, das Ding ist gelaufen. Ja. Also die erste Reaktion ist ja schon selten bescheuert. Zu sagen, du bist unehrlich, wenn du da ein paar Wochen nicht dein Handicap gezeigt hast. Vor allem, wenn er mich jetzt gefragt hätte, ja, hast du da irgendwas? Sonst hätte ich gesagt, nein, dann hätte ich das nur verstanden, weil ich bin nicht mit rausgerückt. Genau, aber hat ganz genau. Ja nie bemerkt. Du hast es so geschickt. Wahrscheinlich hat man da so Techniken raus, dass man das gar nicht, dass man das gar nicht am Anfang sieht. Ja. So, und dann dieses Hin und Her, das ist ja unehrlich, wie er sich ja verhält. Ja. Ne? Er laviert da ja irgendwie rum. Im Grunde genommen will er nicht, warum auch immer. Wir wollen uns gar nicht im Detail die Gründe vorstellen, weil das wirklich nicht in Ordnung ist, was er da macht. Aber er ist nun mal so, wie er ist. Und ich würde sagen, schieß ihn in den Wind. Ja, das haben mir auch schon viele gesagt. Oder nimm ihn dir nochmal wirklich ran und zwing ihn dazu, dass er Tacheles redet und dass er dir das genau sagt, warum und was los ist und ob er lieber Schluss machen will. Das habe ich ihn ja schon ein paar Mal gefragt und das habe ich auch schon oft getan. Und er hat gemeint, das hat angeblich nichts mit der Hand zu tun und er will mich nicht verlieren und ich weiß es nicht. Aber mittlerweile ist es halt auch so, dass meine Gefühle halt auch nicht mehr... Natürlich, das ist ein paar Wochen. Wir reden ja nicht hier von einem Jahr oder 2 Jahren. Das ist ein paar Wochen. Und wenn er jetzt schon sagt, er kann dieses Wochenende nicht, nächstes Wochenende nicht und dann auch nicht, vergiss es. Ruf ihn an und sag, pass mal auf, so nicht. Und du wirst ja dann merken, wenn du ganz radikal jetzt sagst, nein, wie er dann reagiert, wenn da doch noch ein Funke ist an Interesse, wird er für dich kämpfen. Oder er nimmt es dann hin und ist vielleicht froh, wenn du ihm die Entscheidung abgenommen hast. Und er kann den Schwanz einziehen und des Weges gehen. Das habe ich ja in der einen Woche, wo die Auszeit war, wo er sich darüber klar werden sollte, ja schon getan. Und er hat ja halt trotzdem immer wieder irgendwo doch, nicht um mich gekämpft, aber wie auch immer. Und deswegen verstehe ich halt auch ihn irgendwo komplett nicht. Also, ich glaube einfach, dass er feige ist. Dass er feige ist und nicht... Das denke ich auch. Ja, das denke ich. Also er hat zu mir dann irgendwie auch gesagt, dass er halt auch, seit wir uns kennengelernt haben und je mehr er sich mich verliebt hat, desto mehr zweifelt er auch an sich, ob er gut genug für mich ist. Und dass es für ihn eine komplette Gratwanderung angeblich war von Anfang an. Und seitdem er so reagiert hat, denkt er auch gar nicht mehr, dass er gut genug für mich ist und halt mir das nicht geben kann, was ich erwarte. So kann man es natürlich auch drehen. Genau, ich denke mal, dass es aber nur Ausreden sind, weil er zum Beispiel auch mit Verboten kommt, die ich nicht verstehe. Also, weil er hat vorher mal gesagt, er hat irgendwie eine Frau kennengelernt und da fand das halt gut, dass er die spontan am Wochenende anrufen konnte. Ja, können wir das und das machen? Ja, alles klar. Und bei mir ist es halt so, er hat mich mal an dem Abend mitgenommen, wo halt Studenten halt und die feiert. Und seine ganzen Freunde fanden mich nett und jetzt auf einmal darf ich da nicht mehr mit hinkommen. Kirsten, lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde vielleicht nochmal ein Gespräch mit ihm führen und das war's dann.
Ja. Ich würde mir das nicht antun. Also das ist wirklich so ein Hin- und Hergehampel. Das ist dann auch letztendlich sehr verletzend für dich, finde ich. Ja, das denke ich auch. Liebe Kerstin, mache es, ruf ihn an und sprich Klartext mit ihm. Ja, alles Gute wünsche ich. Alles klar. Tschüss. Okay, tschüss. Andrea, 27. Guten Morgen, Andrea. Ja, hallo. Ja, hallo. Guten Morgen, Andrea. Was ist dein Thema? Hallo. Ja, mein Thema ist, es geht um meine verstorbene Tochter. Also ich habe 3 Kinder und ich hatte, also als meine 2. Schwangerschaft waren Zwillinge. Mhm. Und ja, ich fange am besten mal vorne an. Mhm. Bei der Geburt, also ist was passiert, dass da das erste Zwilling Sauerstoffmangel erlitten hat. Mhm. Und schwer behindert, also dann auf der Intensivstation lag. Mhm. Ja, und ja, sie ist dann halt am Ende, also mit 9 Monaten gestorben. Mit 9 Monaten? Ja. Also nach 9 Monaten? Ja, nach 9 Monaten. Das heißt 9 Monate im Bauch und 9 Monate ja. auf dieser Welt. Und war sie in diesen 9 Monaten, während dieser 9 Monate, ausschließlich im Krankenhaus oder auch zu Hause? Ja, so gut wie ausschließlich. Außer 3 Wochenenden, glaube ich, waren das gewesen, gegen Ende, wo wir das dann versucht haben, sie nach Hause zu holen mit Pflegedienst und so weiter. Mhm. Aber es hat so gut wie nicht geklappt, weil ihr Zustand halt immer schwerer abgenommen hat. Also das heißt, sie musste an viele Geräte angeschlossen werden, das ging zu Hause nicht, ja. oder? Mhm. Doch, wir haben also das versucht, alles zu Hause zu machen. Sie hat also Sauerstoff bekommen, sie hat Nahrungspumpe gehabt, sie konnte ja nicht schlucken und wir mussten sie absaugen, dass sie nicht erstickt. Aber ihr musstet sie denn doch wieder zurück ins Krankenhaus geben? Ja. Warum? Mussten wir, weil sie dort, also in der, also sie war teils auf der Intensivstation in den schweren Zeiten, da haben wir sie nicht nach Hause geholt. Mhm. Und den anderen Rest war sie in der Reha-Klinik und dort hat sie halt in der Woche Therapie bekommen, Bewegungstherapie. Mhm. Und wir haben halt gedacht, dass ihr das ganz gut tut, weil das sich dann halt, sie hatte ja schwere Epilepsie. Ist sie denn dann im Krankenhaus gestorben oder zu Hause? Nein. Im Krankenhaus lassen die Kinder nicht sterben. Also lassen die Kinder nicht sterben im Krankenhaus? Nein. Das geht nicht im Krankenhaus. Das geht nicht? Nee. Warum? Also auf der Intensivstation, ja, da hat, da geht, es geht einfach nicht, weil sie hätte jetzt, verhungern kann sie nicht, sie konnte ja nichts essen, also haben sie Nahrungspumpe angeschlossen. Mhm. Wenn sie, der Puls so hoch gestiegen ist, dann haben sie ihr Beruhigungsmittel gegeben, wenn sie Fieber gehabt hat, haben sie... Ach so, ich verstehe, wie du das meinst. Du meinst, dass man sie immer wieder und immer wieder am Leben erhalten hat, obwohl das Kind eigentlich sterben wollte. Ja. Das heißt, habt ihr sie deshalb nach Hause genommen, damit das Kind zu Hause sterben kann? Genau. Ah, jetzt verstehe ich das. Jetzt verstehe ich das. Mhm. Es wäre halt noch die andere Möglichkeit gewesen, natürlich in Hospiz zu gehen. Mhm. Aber das war zu dem damaligen Zeitpunkt vor 2 Jahren, also war in unserer Gegend keins gewesen. Hätte man sie also mehrere hundert Kilometer irgendwo hinkarren müssen und das ist halt mit so einem Kind dann unterwegs halt sehr schwierig. Ne? Hast du neben ihr gesessen, als sie gestorben ist? Ja. Ja. Wie hast du das da? Ich meine, du warst gerade Mutter geworden von der andere Zwilling war gesund. Ja. Ja, von einem gesunden. Das ist jetzt 2 Jahre. Ja. Also ich stelle mir die Situation so sehr schwierig vor. Da hat man ein frisches Kind, das ist ganz gesund und das ist quietschlebendig. Ja, das ist dann so stirbt ein Kind, das an was gleichaltrig. Das Glück nebeneinander, nebeneinander im Bett lagen. Das ist also die eine Seite hat sich gefreut, die andere. Hätte man aus dem Fenster springen können, also das ist halt... Hat dir, wenn du sagst, da liegt Pech und Glück nebeneinander, war es ein Trost, eine Hilfe, dass der andere Zwilling bei dir ist? Ja, ich denke vor allen Dingen auch meine große Tochter, die ist jetzt, sie war damals 2 Jahre gewesen. Mhm. Sie war vor allen Dingen, denke ich, eine große Hilfe und der 2 andere Zwillinge natürlich auch, weil die, egal was gewesen ist, sie haben immer gelächelt und egal wie hässlich oder wie schrecklich die Jessica aussah, sie haben sich immer gefreut, sie zu sehen. Mhm. Wie viele Jahre liegt das zurück? 2 Jahre. 2 Jahre. Mhm.
2 Jahre kann man einerseits sagen, ist eine lange Zeit. Manchmal sind 2 Jahre aber auch überhaupt nichts. Es ist ein Augenblick. Wie? Ja, es kommt mir eigentlich vor, als ob das in einem früheren Leben passiert ist. Also die Zeit ist jetzt. Das heißt, du hast schon das. Würdest du sagen, dass du das verarbeitet hast, was damals passiert ist? Also ich würde sagen, also sie hieß ja Jessica, ne? Mhm. Ich würde sagen, also mit der Jessica habe ich so meinen Frieden geschlossen, denke ich mal, weil ich das Gefühl habe, dass ich da das schon das Richtige gemacht habe, dass das für sie das Beste war, aber halt so mit der Umwelt lässt sich das halt überhaupt nicht klären. Also wie meinst du? Familie oder mit unserer Familie ist das alles okay, aber mit der restlichen Verwandtschaft oder so ist das halt alles kein Thema, da wird nicht drüber gesprochen. Und also du meinst, das ist das so ein Tabuthema? Und warum ist das ein Tabu? Die sprechen dich gar nicht drauf an und... Nee. War das von Anfang an so? Ja. Würdest du gerne, dass man dich anspricht? Bitte? Würdest du gerne, dass man dich anspricht? Also ich denke, wir gehen mit dem Thema ganz normal um. Wir sprechen auch darüber. Und es ist halt, selbst wenn ich das Thema anspreche, wird dann einfach das ignoriert wieder. Also. Was vermutest du, was hinter diesem Schweigen steckt bei dem Teil der Verwandtschaft? Ich denke mal, die Desinteresse, die war bestimmt vorher auch schon da. Also nicht nur, als die Jessica da war. Aber ich habe mir halt eigentlich gedacht, dass wenn mal was Schlimmes passiert ist, dann irgendwie die Familie doch da ist oder so, aber das ist halt nicht der Fall und das ist... Also du meinst, das ist in erster Linie Desinteresse, dass die das gar nicht so tangiert, was da passiert ist? Denke ich schon, ja. Weißt du, dann wäre es natürlich eine große Sache, wenn du eine Haltung entwickeln könntest, dass dir das egal ist, was die empfinden. Denn nur so kannst du dich davor schützen. Wenn du wirklich glaubst, dass das Desinteresse ist, ist das verletzend, das glaube ich. Und das tut einem weh. Aber das sagt ja auch sehr viel über diese Menschen aus. Ja, wir haben uns also jetzt komplett distanziert. Also wir haben, damals haben wir auch im Haus meiner Schwiegereltern gewohnt. Mhm. Also die haben uns dann nach 2 Monaten, wo sie gestorben war, dann rausgeschmissen. Die Schwiegereltern? Ja. Und du glaubst auch, dass das irgendwie damit zusammenhängt? Das hat alles vorher schon nicht gestimmt. Ja. Und das hat dann halt noch das war der heiße Tropfen auf den Stein, dann halt eben noch. Aber es gibt nicht irgendwie so absurde Sachen, dass man dir einen Vorwurf macht, dass das Kind. Also, da wurde auch nie drüber gesprochen. Dass gut fand oder nicht, das war einfach. Mhm. Ich habe halt meine Sache da durchgezogen, egal was die anderen dazu gesagt haben oder nicht gesagt haben. Das ist. Über wie viele Verwandte reden wir eigentlich? Wie viele Leute sind das, die dir. Das geht um meine Schwiegereltern, es geht um meine Eltern auch. Ach, um deine Eltern geht es auch? Ja, es geht auch um meine Eltern. Also. Mhm. Und von denen hast du dich jetzt auch distanziert? Ja, ich denke, von denen brauche ich mich nicht distanzieren, weil die wohnen halt 600 Kilometer weiter weg von jetzt, wo ich jetzt wohne. Ja, na, die Kilometer und machen das ja nicht. Ich war sowieso schon distanziert. Ach so. Mhm. Also die Eltern, Schwiegereltern, im Prinzip so das engste Umfeld. Und wenn man da sagt, ich habe den Eindruck, das interessiert die überhaupt nicht, ist das ja schon eine schlimme Sache. Dann hat man eher den Eindruck, dass sie sich noch darüber freuen, wenn, dass man sich dann darüber ärgert. Also. Ja, wenn man so denkt oder wenn man das so wahrnimmt, finde ich auch, gibt es nur die einzige Möglichkeit, auf Distanz zu solchen Leuten zu gehen. Weil man sich sonst nur ärgert und immer wieder verletzt. Und das kann man ja alles nicht... Das haben wir jetzt auch gemacht, also 100%. Wie ist das denn mit deinem Mann und in der Familie? Wie habt ihr das denn für euch so relativ gut verarbeitet? Ja, mein Mann, der hat halt das Problem, also der arbeitet in einem Familienbetrieb, also im Betrieb seiner Eltern mit seinen Schwestern zusammen. Ach so. Und der hat das jetzt auf den nötigsten Kontakt halt reduziert. Mhm. Also das heißt, geschäftlich reden sie und privat. Mhm. Aber ich meine, so zwischen euch ist das alles geklärt, ist das in Ordnung? Ja, wir zwei zwischen sind dir und deinem Mann halt. Einig, ja. Wir haben sie also auch, also der Tag mit ihr, wo sie gestorben ist, den haben wir also auch richtig schön im Kreise der Familie gemacht. Also die Kinder sind nochmal alle rundherum gewesen und sie ist dann quasi in unseren Armen gestorben. Mhm. Und sie ist auch beerdigt worden, ganz normal? Ja. Ja. Mhm. Und es gibt auch ein Grab, wo man hingehen kann und ja. Ja. Mhm.
Also ich finde, es ist ein Glück, dass du deine kleine Familie hast, wo das so funktioniert. Das finde ich sehr toll, ja. Dass du mit deinem Mann im Einklang bist, dass ihr das für euch gut so ja verarbeitet habt und auch das Gefühl habt, wir haben das Richtige gemacht. Das ist ja super wichtig. Ja, wir haben das jetzt auch, sagen wir mal, auf dem Weg verarbeitet, dass wir jetzt halt noch ein Kind bekommen haben, vor 4 Monaten. Mhm. Und das ist jetzt ein Junge, ja. Aber er sieht halt der Jessica auch sehr ähnlich. Ah ja, ja, das ist doch schön. Das ist doch schön. So, und diese Verwandten, wenn es auch die nahen Verwandten sind, so bitter das auch ist, da muss man dann halt wirklich auf Abstand gehen und sich nicht drum kümmern, was die denken und sagen, finde ich. Ja. Liebe Andrea, in diesem Sinne, alles Gute wünsche ich dir von Herzen, dir und deiner Familie und schönen Gruß an deinen Mann. Danke dir, dass du mir zugehört hast. Ne? Sehr gerne. Tschüss. Danke. Tschüss. Ich möchte euch unsere Themen nächste Woche erzählen, die wir nächste Woche vorhaben. Also in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt unser Thema: Diese Lüge bereue ich nicht. Also diese Lüge war wichtig, zu dieser Lüge stehe ich. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt das Thema Waldgeschichten, Geschichten aus dem Walde, wenn ihr oder was ihr im Wald alles schon erlebt habt, wenn ihr jetzt vielleicht schon denkt, oh ja, da will ich mitmachen und da möchte ich mich anmelden, dann könnt ihr das natürlich immer und rund um die Uhr und am Wochenende auch über unsere E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Dienstag heißt das Thema Diese Lüge bereue ich nicht und Donnerstag Waldgeschichten. Jetzt weiter mit unserer freien Themennacht und offenen Themennacht. Und hier ist Esra, 19 Jahre alt. Esra, 19 Jahre. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Domian. Wie spricht man es richtig aus? Esra. Esra, hatte ich doch spontan richtig gesagt. Ja. Esra, dein Thema. Okay, mein Thema ist, ich habe eigentlich viele Themen, da würden wir bis morgen früh noch hier sitzen. Aber es ist so, dass ich Männer als meine Opfer sehe, mir meine Opfer selber aussuche und die dann ausnutze. Indem ich mit denen schlafe, aber jetzt nicht mit jedem, ne? Nur mit denen ich möchte. Und die anderen, die von denen nehme ich, ich halte die einfach immer hin. Mhm. Also ich bekomme Geld von denen, ich erzähle, dass ich Schulden habe. Mhm. Und bevor ich die halt selber danach frage, darum bete, bieten die mir dann selber das Geld an. Also du spielst richtig mit den Typen? Genau. Die sind so in deinem Alter oder älter? Nein, älter. Ja, älter. Älter. Ja. Wie viel Typen hattest du schon? Also insgesamt jetzt so richtige, bestimmt schon so 5, 6. 5, 6. Mit wie vielen Typen hast du geschlafen schon? Vielleicht mit 10. 10. Ja. Hattest vielleicht du auch, wenn du sagst 5, 6, waren das dann so eine etwas längere Beziehungen? Oder? Nein, das waren welche, die richtig sich abziehen lassen haben. Ach so. Für nichts. Für nichts? Nein, für nichts. Mit denen habe ich wirklich nie was gehabt. Hast du dich denn auch schon mal in einen Mann wirklich verliebt? Nein, habe ich nicht. Noch nie? Die haben sich alle in mich verliebt, aber ich habe mich in keinen von denen verliebt. Könntest du dich in rein theoretisch in einen Typ verlieben? Nein. Nein? Weil da sind bei mir keine Gefühle. Ich sage ja, also, ich mag es, die so auszunutzen. Hat dir irgendwann mal ein Mann was Schlimmes angetan? Nein, eigentlich nicht. So früher, als du jünger warst oder als Kind? Nein. Nein. Woher kommt so dieser Zorn oder gar Hass auf Männer? Weil ich ekel mich vor Männern. Zum Beispiel, ich hasse die Männer, weil die sind ja immer nur auf eine Sache fixiert. Ja. Warum können Männer nicht vernünftig eine Beziehung führen oder jemanden kennenlernen und dann nicht immer an das eine denken? Na gut, Frauen denken ja auch an das eine, letztendlich. Okay, weniger als Männer, naja, aber mittlerweile gibt es schon mehrere wie ich. Würdest du dich könntest du dich denn rein theoretisch in einen verlieben? Nein. Ich kann es gar nicht ausformulieren. Also der vielleicht sehr vorsichtig ist und wo das in erster Linie erstmal nicht um Sex geht, sondern um dich und um das Herz. Nee. Auch nicht. Nee. Könntest du, Moment, was ist da los? Könntest du dich in eine Frau verlieben? Nein. Könntest du dich also gar nicht in einen Menschen verlieben? Doch, schon, aber... ja, aber in wen? Die Leute, die ich als Opfer sehe zum Beispiel. Das müssten dann schon andere sein, die vielleicht in meinem Alter sind, die jünger sind, die vielleicht gut aussehen, weil ich sehe ziemlich gut aus. Mhm. Das Problem ist, die Männer, die können nicht von mir, die müssen mich einfach sehen, die melden sich selber, auch wenn die dann wissen, ich werde abgezogen. Es reicht dann schon für die, wenn die sich 1, 2 Stunden mit mir im Auto unterhalten können oder wenn ich mal mit denen in eine Kneipe gehe und was trinke und so. Das reicht immer. Ich erzähle jedem
einzelnen andere Lügengeschichten. Ja. Das fällt mir von jetzt auf gleich ein. Aber nochmal gefragt, warum? Warum tust du das? Warum? Weil die das so wollen. Na ja gut, warum machst du es denn mit? Das muss dir ja irgendeinen Spaß bereichen, sonst würdest du ja sagen, komm, ich habe keinen Bock auf die ganzen Spielchen, lass mich in Ruhe. Warum machst du es? Wegen dem Geld. Wenn die doch so blödsinnig sich abziehen lassen. Also wie viel Kohle hast du da schon aus den Jungs rausgezogen, so in den letzten Jahren? So grob, über den Daumen. Ich hatte letztes Jahr im Juni eine Gerichtsverhandlung, aber der Mann ist schon verstorben. Von dem habe ich knapp 22.000 Euro. Wow. Wirklich. Aber hat er dich ausgehalten und hat dir Geschenke gemacht und das Geld gegeben und so weiter? Nein. Der war über 50, der war Diabetiker, hatte keine Kinder, nichts. Mhm. Keine Familie, nur einen Bruder, aber der ist auch schon gestorben. Und ich habe den Hund halt immer ausgeführt, ich habe mich mit ihm unterhalten, bla, hin und her. Und er hat mir immer Geld gegeben, immer. Und das hat sich dann irgendwann mal summiert und dann hat er eine Frau kennengelernt durch mich. Ja. Ja, und die hat es dann nicht eingesehen, dass ich einfach so weg war. Und dann hat die wie weg war? Druck gemacht, ja, indem ich halt keinen Cent zurückgeben wollte. Ach so. Mhm. Ja, und dann war der halt beim Anwalt und so gewesen. Mhm. Und ich bin halt billig davon gekommen, weil ich musste nichts zurückbezahlen, weil der tot war. Mhm. Wollte der denn letztendlich damals, als er das angefangen hat, letztendlich auch mit dir in die Kiste? Mhm. Das nicht? Nee, er hat mich immer wie seine Tochter gesehen, immer. Ach so. Mhm. Und das habe ich dann immer ausgenutzt. Und jetzt tut mir das umso gemeiner, ne? Genau, das tut mir jetzt nur bei ihm leid, mhm, und bei keinem anderen. Bei den anderen Typen, hast du da nicht auch schon mal heftige Reaktionen bekommen? Ich meine, alles machen die auch nicht mit. Kann ja auch schon mal übel ausgehen für dich. Ist schon mal irgendwas passiert? Aber ich habe denen immer das Gefühl gegeben, dass ich nicht alleine bin, dass jemand weiß, wo ich bin. Ach so. Mhm. Also die haben dann Schiss vor dir auch. Genau. Mhm. So, du hast nun mit einigen Typen auch schon gepennt, hast du gerade gesagt. Macht dir das Spaß, mit Männern zu schlafen? Nein. Überhaupt nicht? Das war dann nur für mich, also in dem Moment habe ich seine Gesichter nicht gesehen, deren Gesichter, habe mir dann ein anderes vorgestellt und habe es dann nur für die Kohle gemacht, sage ich mal so. Was hast du dir da vorgestellt? Wen oder was hast du dir vorgestellt? Also mit dem anderen Typen. Einen anderen Mann. Ja genau, dass ein anderer mich zum Beispiel anfasst und so. Das, was du mir schilderst, klingt für mich als kein angenehmes Leben. Irgendwie ist es... Ich bin mit irgendwas unzufrieden, ich weiß selber. So, ich habe so ein schönes Leben, ich bin bei meinen Eltern, ich arbeite nicht, ich kriege alles in meinen Hintern geschoben. Aber jeden Tag ist mir langweilig und ich muss das immer machen. Zum Beispiel heute habe ich mich mit jemandem getroffen, der ist 46. Hm. Der kam heute schon mit Geschenken an und hat mir nochmal Geld gegeben und so. Und ich frage ihn, ich sage einfach, ja... Dann lasse ich zum Beispiel meine Freundin anrufen und dann sage ich, ja, das ist so ein Typ, der muss unbedingt Kohle von mir haben, tralala, der macht Terror. Und dann bietet der mir das schon selber immer an. Vielleicht geht es dir einfach zu gut. Vielleicht müsstest du einfach mal auf den Arsch fallen und arbeiten müssen und dein eigenes Leben finanzieren. Ja, gearbeitet habe ich auch im Moment seit ein paar Monaten Arbeitsstelle nicht, aber auch wenn ich arbeite, mache ich das trotzdem. Zum Beispiel, ich gin in irgendeine Kneipe, suche mir den und den aus, dann schnappe ich mir den und dann... Aber es ist mies. Es ist irgendwie mies, so erneut an Menschen heranzugehen. Ja, es ist asozial. Ich spiele ja auch mit deren Gefühlen, die glauben. Ja, finde ich auch. Und ich finde auch, einmal finde ich es wirklich ein ziemliches Assi-Verhalten, was du da an den Tag legst. Ne, definitiv. Bis hin zu solchen Sachen wie mit dem älteren Mann. Da hast du ja wirklich radikal seine Gefühle ausgenutzt, der in dir eine Tochter gesehen hat und dir Gutes wollte. Und du hast ihn so abgezogen. So, das ist das eine. Das andere ist, dass ich mir Gedanken darüber mache, was ist da los in dieser jungen Frau, Esra? Warum tickt die so? Warum hat die selbst keine Sehnsucht nach Liebe, nach Zuneigung? Ja, das frage ich mich manchmal auch. Aber ich suche nicht nach der Liebe. Ich lasse auch nicht auf mich zukommen. Hast du keine romantischen Gefühle? Hast du keine romantischen Gefühle? Irgendwie eine Sehnsucht? Was ist deine Lebenssehnsucht? Ja, also... Ich weiß nicht. Kohle? Jein. Luxus? Ja. Dann ist ja auch eigentlich Kohle, aber ja, es macht mir immer wieder Spaß, mir selber zu beweisen, dass ich es schaffe. Zum Beispiel, ich stehe auf und dann nach ein paar Stunden denke ich mir so, wen soll ich heute anrufen? Dann bestelle ich mir den hier hin. Ja, wahrscheinlich ist es keine große Kunst, weil das ziemliche Deppen sind, die auf dich reinfallen, sage ich dir mal. Genau. Ein richtig kluger, guter Typ fällt auf dich nicht rein, auf die Masche. Der durchschaut das sehr schnell. Aber Domian, glaubst du mir, keiner kann mich durchschauen. Sogar der Klügste, den kriege ich rum. So. Wirklich, also ich hatte so... Ja, ich glaube schon, dass die Anzahl der Männer, die aus sowas reinfallen, groß ist, ja. Das glaube ich auch. Das ist definitiv so. Dennoch solltest du dich nicht mit diesen Fehlern schmücken, das ist keine große Kunst. Dadurch bist du nicht klug, weil die doof sind, weißt du? Ja. Ne? Das ich ist bin stolz auf mich, weil ich das mache. Ja, da musst du was verändern. So was ist das mit? Hast du einen Schulabschluss?
Ja. Was für einen? Hauptschulabschluss. Hast du was gelernt? Nein. Nee. Mhm. Warum nicht? Keine Ahnung, ich habe viel unternommen mit meinen Freunden. Ja, ja, ich habe schon gehört, was du unternommen hast. Du wohnst bei deinen Eltern noch? Ja. Und die machen das so mit? Die lassen dich einfach so in Ruhe? Die wissen das ja nicht. Nee, ich meine, dass du nichts lernst oder dass du irgendwie irgendwas weiter auf die Schule gehst oder so. Nee, ich habe ja jetzt 3 Jahre lang gearbeitet, irgendwo an der Kasse, aber die Firma hat jetzt geschlossen. Pass mal auf, Esra. Ja. Wir beide sind uns einig darüber, dass das ein ziemliches blödes und albernes, dusseliges Verhalten ist, was du da an den Tag legst. Ne? Sind wir uns einig? Ja, aber ich mache es trotzdem weiter, Domian. Jeden Tag habe ich neue Ideen. So, lass mich mal ausreden. Okay. Ich finde es eigentlich gut, wenn du die Kräfte, die du da mobilisierst, wenn du die mal in eine andere Richtung leiten würdest. Nämlich, du bist eine junge Frau von 19 Jahren. Du weißt, wie die Verhältnisse in Deutschland sind zurzeit. Du könntest einen Realschulabschluss nachmachen. Du könntest eine Ausbildung machen. Du könntest gescheit dein Leben auf die Beine stellen. Ich weiß gar nicht. Ich will in ein paar Jahren schon was in meiner Hand haben. Ja, aber das ist doch alles. Wie ich dran komme. Ja. Ja, aber das ist doch alles mies. Ist doch mies. Letztendlich hast du da keinen Stolz im Leib. Hast du nicht. Doch. Irgendwann wirst du vor dem Spiegel stehen und denken, mein Gott, ich habe das alles irgendwie mir ergaunert. Ich sag's mal so. Irgendwie. Erschlichen und ergaunert. Ja, manchmal bereue ich das. Manchmal denke ich, boah, was bist du für ein Mensch? Wieso legst ja, du da musst so du, ja, da musst du aber auch da musst du eine Entscheidung treffen und Initiative ergreifen und dein Leben verändern. Du kannst dein Leben verändern, kein Mensch anders. Du. Und du musst irgendwann, wenn du etwas älter bist, sagen, ich bin stolz auf das, was ich gemacht habe, oder schäme mich für das, was ich gemacht habe. Ja, ich werde bestimmt irgendwann mal damit aufhören. Also es kann nicht immer so weitergehen. Ja, nicht irgendwann. Das Beste wäre nicht irgendwann, sondern jetzt, morgen. Ja, weißt du, weil meine Eltern wissen ja nichts darüber, ne? Mhm. Ich bin der Engel auf Erden für die. Aber wenn ich dann so zu Hause bin, dann tut mir das so leid und weh, wenn die wüssten, was sie für eine Tochter vor sich sitzen haben, weißt du? Ich glaube, du bist so ein verzogenes Mädel. Du bist so eine Prinzessin zu Hause wahrscheinlich, ja? Ja, ja, das ist schlecht. Das ist schlecht. So, wir haben alles besprochen, was es zu besprechen gibt. Ich habe dir meine Meinung gesagt und die wolltest du ja auch hören. Natürlich. Ja. Akzeptiere ich, du hast das recht. Ich hoffe, dass es vielleicht ein bisschen genutzt hat. Aber du musst es natürlich für dich entscheiden und umsetzen. Hm? Alles Gute. Okay, Domia, ich wünsche dir noch eine schöne gute Nacht. Ja, wünsche ich dir auch erstmal. Ich melde mich mal so nach ein paar Wochen wieder. Das wäre sehr schön. Ich wäre gespannt, ob irgendwas sich verändert hat. Okay. Esra, tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr mich auch hier erreichen wollt. Das ist unsere kostenfreie Telefonnummer. Jessica ist hier und Jessica ist 27. Hallo Jessica. Hi Domian. Hi Jessica. Um was geht's? Ja, ich glaube, dass ich krank bin, dass ich psychisch krank bin und dass dadurch eine physische Krankheit entsteht. Warum glaubst du denn, dass du psychisch krank bist? Ich bin seit ich denken kann eigentlich absolut geräuschempfindlich. Ja. Und das äußert sich in verschiedenen Sachen. Erstens, dass ich wirklich Attacken kriege von Herzrasen bis Zitterfaxen und irgendwann werde ich dann richtig aggressiv. Und das ist auch mein großes Problem im Moment, glaube ich. Also nochmal geräuschempfindlich. Du siehst, ich rede gleich leiser, weil ich vorsichtig sein will. Nein, es geht um bestimmte Geräusche, das sind nicht alle Geräusche. Das war doch auch nicht unbedingt um Lautstärke an sich. Was sind das für Geräusche, die dich wahnsinnig machen? Also natürlich grundsätzlich die Geräusche, die jeden wahnsinnig machen, Schmatzen und Schnarchen, ja. Natürlich. Aber das habe ich in den letzten Jahren relativ, was heißt, in den Griff gekriegt, das ist eine Lüge, aber hattest du einen Partner? Mittel und Wege gefunden, damit umzugehen. Ja, ich habe einen Partner. Und der schnarcht auch? Ja, der schnarcht auch. Der schnarcht? Ja, der schnarcht. Das ist auch wahrscheinlich dann schlimm für dich. Ja, das ist auch schlimm für mich. Momentan ist aber noch ein viel, viel größeres Problem und das ist auch noch viel schlimmer. Wir hatten vor, eine Familie unter uns wohnen, eine sehr nette Familie, auch mit Kindern, die natürlich auch ab und zu mal Krach gemacht haben, ist ja normal. Mhm. Wenn man ab und zu mal Krach macht, selbst unter der Woche, mal ist das nicht schlimm für mich. Und jetzt haben die halt gewechselt, die Familie ist umgezogen zu Hause weiter und dafür ist eine andere Familie reingezogen. Eigentlich die gleichen Verhältnisse, Mama, Papa und Kind oder mehrere Kinder. Und die sind wirklich durchgehend laut. Erstmal tagsüber ist es sowieso nicht schlimm. Mhm. Gar nicht schlimm. Da bin ich auch arbeiten, ich bin selbstständig. Mhm. Was machst du, wenn ich fragen darf? Ja, ich habe einen Bastelladen. Ein Bastelladen? Ja. Ah ja. Mhm. Und
dementsprechend früh muss ich halt auch los und so weiter. Und ich habe halt wirklich sehr viel am Arsch. Das sind ja auch nicht meine einzigen Probleme, dass ich so, wenn diese Familie so bin wegen Geräuschen. Ich habe auch viele andere Probleme. Ja, wenn diese Familie permanent so laut ist, wie reagierst du denn darauf? Ja, wir haben uns das jetzt 3 Wochen lang so angehört und haben eigentlich gar nicht reagiert, weil wir dachten, okay, Umzug und was weiß ich, Stress und lass die mal machen. Und dann haben wir letzte Woche einen freundlichen Brief geschrieben, wirklich super freundlich, so nach dem Motto, wir sind froh, dass sie hier eingezogen sind und wir begrüßen sie als neue Nachbarn. Und dann aber auch darauf hingewiesen, dass sie bitte die Ruhezeiten einhalten möchten, weil wir halt auch selbstständig oder arbeiten müssen und weil wir halt auch früh raus müssen. Ja, darauf haben die gar nicht reagiert, überhaupt gar nicht. Und die machen halt wirklich abends sehr viel Krach. Ich meine, hier ist es auch hellhörig. Das ist ja ein Problem, was jeden betreffen könnte und wo jeder auch entsprechend dann emotionalisiert wäre. Bei dir ist das aber besonders stark, weil du so empfindlich bist, wie du gerade gesagt hast. Ja, und mein Freund, muss man auch dazu sagen, mein Freund ist eigentlich gar nicht geräuschempfindlich, aber selbst ihn stört das. Ja, nur hast du ganz am Anfang zu mir gesagt, da ist eine psychische Erkrankung oder ein psychisches Leiden, was auch sich körperlich umschlägt. Ja. Was ist das Körperliche? Also ich glaube, dass ich vorhin einen halben Herzinfarkt gekriegt habe. Ich bin nämlich letztendlich runtergegangen. Heute. Aha. Gerade eben. Ja. Vor einer Stunde. Und habe danach auch sofort bei euch angerufen, weil ich jetzt merke, es geht auch nicht mehr, sonst springe ich aus dem Fenster. Was ist da passiert? Hast du geschrien mit den Leuten? Hinterher, ja. Ich habe mir vorgenommen, ich bleibe ganz ruhig. Ja. Ich hatte vorher schon echt Zitterfaxen und Atemnot und dann habe ich mir gesagt, komm jetzt ruhig, geh runter, sei ganz, ganz freundlich und habe ich auch gemacht und geklopft. Und dann macht er auf und ignoriert das, was ich sage und wird sofort doof und unfreundlich. Und da bin ich ausgetickt. Was heißt das? Bin ich lauter geworden und habe ihm gesagt, dass ich arbeiten muss und dass mir scheißegal ist, ob er den Fernseher anhat oder ob Wochenende ist. Ich muss halt morgen raus. Und dann wurde halt immer unfreundlicher. Ja, und wäre mein Freund nicht gekommen von oben und hätte mich festgehalten, dann hätte ich ihn dann hier auf die Fresse gehauen. Ich bin richtig auf den los. Und dann bist du wahnsinnig aufgeregt und bist nach oben gegangen? Ja, mein Freund hat mich nach oben gezogen. Ja. Das war gerade eben von ein paar Stunden, oder? Von einer Stunde. Von einer Stunde. Nicht mal von einer Stunde. Bist du jetzt immer noch geladen? Hörst du ja bestimmt auch. Hast du oben auch noch weiter dann geschimpft mit deinem Freund? Nein, ich bin ganz leise die ganze Zeit. Ich habe, wie gesagt, ich bin danach zusammengebrochen hier oben. Ich hab wirklich Schmerzen. Ich habe Schmerzen in der Brust. Ich zitter, ich weiß nicht. Dazu kommt noch natürlich, dass ich auch wirklich physisch krank werde dadurch. Ich habe vor 2 Jahren einen Pfropfen im Ohr gehabt, einen Polyp, der wurde mir rausgenommen, da konnte ich über 3 Wochen nicht hören. Und dasselbe passiert jetzt gerade wieder. Also ich habe tierische Ohrenschmerzen seit einer Woche und das wird richtig dick, das eine Ohr, und ich höre auf dem einen Ohr schon wieder nichts. Und mein Freund weiß auch nicht mehr, wie er damit umgehen soll. Ich bin hier oben richtig zusammengebrochen, habe richtige Herzkrämpfe gehabt, glaube ich, oder weiß ich nicht, was das war. Auf jeden Fall. War, oder ist es denn so stark, dass man sagen sollte, ruf mal lieber den Arzt an? Weiß ich nicht. Nein, im Moment habe ich mich ja auch, ich meine, jetzt sitze ich eine Dreiviertelstunde am Telefon, habe mich natürlich auch ein bisschen beruhigt. Aber das ist natürlich ein Zustand erstmal rundherum, der schwierig ist. Und vor allen Dingen, wenn du so labil darauf reagierst, auf alles, müsstest du ja für dich irgendwas tun. Hast du darüber mal nachgedacht? Ja, deswegen habe ich euch angerufen. Weil ich nicht mehr weiter weiß. Ja, also du hörst jetzt unsere Musik im Hintergrund. Das heißt, die Sendung ist vorbei. Aber natürlich werden wir dich jetzt gleich zurückrufen. Ja. Meine Psychologin. Dann geht es erstmal darum, was vielleicht heute Nacht noch geschehen sollte, wenn du so angeschlagen bist. Und natürlich auch darüber, was in den nächsten Tagen und Wochen du machen solltest. Das ist super lieb. Ja. Dann machen wir das einfach jetzt mal gleich. Jessica, du legst auf und meine Psychologin, die Magdalena, ruft dich an. Okay, ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche dir auch alles Gute. Bis denn. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute und für diese Woche von uns. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und Zuhören. Wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag, dann wieder mit einer freien Themennacht. Und unsere Themen nächste Woche Dienstag, das heißt, diese Lüge bereue ich nicht. Und nächste Woche Donnerstag Waldgeschichten. Ich wünsche euch ein schönes und tolles